Von außen ist es eine Enttäuschung. Das erste Holzhochhaus sieht nämlich ganz normal aus. Ja, und im Parterre gleicht es eigentlich mehr einem Betonblock. Und auch im ersten Stock, wo wir den Architekt und den Holzunternehmer treffen, gibt es zuerst nur Beton. Aber dann umso mehr Holz. Ich würde sagen, geschätzt sind schon 85% aus Holz in diesem Hochhaus. Sie sehen es da hinten, die Stützen, die Unterzüge, die ganzen Tragsysteme an der Decke. Das ist Holz inklusive der ganzen Fassade mit den Fenstern. Und darum redet man eigentlich von einem Holzhochhaus. Etwa die Hälfte des Holz ist einheimisch. Das ist einerseits Buche. Das sieht man hier, das sind die hochbelasteten Stützen. Das ist ein Pressfurniersperrholz. Das ist so ein der Ferrari unter dem Holzwerkstoff, der auch am meisten kann. Der Rest, und das ist das Gros von diesem Projekt, ist Fichten und Tannen, die hier verbaut worden ist. Das Holz ersetzt rund 1'000 Kubikmeter Beton. Ganz auf Beton konnte man aber nicht verzichten. Das beim Stegenhaus und der Liftschacht. Das ist eine Art Kern, der sein muss. Ein Kern, der muss sein, wie ein Rückenmark von einem Haus, das die Stabilität gibt und wo auch den Brandschutznormen entsprechen muss. Gebaut worden ist das 10-geschossige Holzhaus wie ein Lego-Haus, Element für Element. Das sind etwa 1'400 Elemente, die wir vorgefertigt haben. Und die dann nach Abruf, also immer das, gerade, was die Baustelle gebraucht hat, ist abgerufen worden im Werk und ist dann hierher geführt worden und montiert worden. Und die Montage ist dann ungefähr so all 10 Tage ein Geschoss ist da gewachsen in dieser Sauerstoffe. Genau das hat der Investor am Projekt von diesem Büroholzhochhaus gereizt. Es ist ökologisch und erst noch viel schneller aufgestellt gewesen. Die Zeit, die wir einsparen, also wir haben rund 4 Monate können sparen mit dem Bau. Und das ist ausschlaggebend in der Vermarktung, damit wir die Fläche zu einem gewissen Zeitpunkt auch zur Verfügung stellen können. Unterm Strich kommt das erste Holzhochhaus gleich teuer wie ein gewöhnliches. Genau das fasziniert den Holzbauexperten. Das ist eigentlich das grosse Plus an diesem Gebäude hier. Es ist gelungen, zu beweisen, dass die Bauweise auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Bereits nächsten Sommer kann das erste Holzhochhaus der Schweiz nach knapp 2 Jahren Bauzeit bezogen werden.